Hat er schon sehr gut analysiert, dieses Spiel. Wir waren in der ersten Halbzeit gut präsent, wir waren aktiv, gehen endlich mal mit einem schönen, herausgespielten Tor in Führung. Das haben wir uns die ganze Zeit gewünscht, weil dann hast du mal ein bisschen mehr Selbstsicherheit. Sind dann durch einen Standard, der völlig unnötig war, total unnötiges Foul war, kriegen wir den Ausgleich. Gehen trotzdem auch in die Pause und ich war trotzdem alle ganz zufrieden mit der ersten Hälfte, weil wir, wie der Rüdiger schon gesagt hat, auch einige Fehlpässe drin hatten. Da hätten wir besser das Ziel zu Ende spielen können und haben auch einige Geschenke nicht angenommen. Ja, eben diese Fehlpässe, die Wiesbaden gespielt hat, die hättest du besser nutzen müssen. Das ist uns nicht gelungen. Und dann die zweite Hälfte haben wir trotzdem früh gepresst, wollten auch die Gegner zu Fehler zwingen. Ein, zweimal auch die Bälle geklaut, aber im Abschluss einfach zu ungenau und nicht zielstrebig genug. Und symptomatisch auch dann, der Joe rutscht die Flanke ab, hinten Kolke kommt gerade noch so dran und Rudi Bakko rutscht am Ball vorbei. Und im Gegensatz dazu, ich glaube, die Flanke zum Tor, auch wieder ein Stellungsfehler, individueller Fehler zum 2:1 und das tut einfach weh. Das tut mir weh, das ist für die Mannschaft, die wirklich immer alles gibt. Ich glaube, das kann jeder, der die Spiele sieht, kann da keinen Vorwurf machen, auch in Karlsruhe jetzt und jetzt schon wieder. Wir müssen trotzdem aufstehen, wir dürfen hinfallen, wir müssen aufstehen, dass es jetzt so extrem ist, habe ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, auch noch nicht gehabt. Aber auch daraus müssen wir unsere Lehren ziehen und versuchen, am Freitag in Köln, das Spiel wird auch nicht minder leicht, da an die Leistungsgrenze heranzukommen und vielleicht mal mit ein bisschen Glück auch wieder ein Spiel zu gewinnen.